Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Melody, die einfach ihr Essen gerade weggestellt hat. Warum? Ich bin heute ein wenig müde, also wenn ich ein bisschen ganz lost sein sollte, dann wundert euch einfach nicht, okay? Oh Gott, wir haben sehr viel Post bekommen. Ich freue mich übers Geld. Wir hatten letztes Mal sehr große Probleme damit, ein Kind zu zeugen, aber der Braten ist jetzt in der Röhre. Also von daher müssen wir uns darum keine Gedanken mehr machen. Ihr geht's absolut gar nicht gut. Vielleicht sollte sie sich mal ein bisschen drum kümmern. Mutti saugt jetzt noch erstmal kurz mitten in der Nacht, weil ich das nicht sehen kann. Die anderen kümmern sich halbwegs um ihre Bedürfnisse. Das Gute ist, dass jetzt Wochenende ist und die Zeit, die wir jetzt ein bisschen, bisschen verkackt haben, die werden wir dann jetzt auf jeden Fall gut wieder reinholen können, indem wir halt dann an den Fähigkeiten arbeiten, sodass sie am Montag definitiv alle eine Note höher werden müssten. Das wäre sehr, sehr cool. Nee, ich will keine Verabredung. I don't care, boy. Mit dir habe ich, glaube ich, schon ein Kind. Ich weiß gar nicht, wie es bei denen jetzt so genau mit den Fähigkeiten aussieht. Aber dadurch, dass ich sie so vernachlässigt habe, geht's eigentlich, oder? Sie hat einfach schon zwei Fähigkeiten gemaxt. Was ist da los? Timon hat Plappermaul im Bestreben, Liebling, bla bla. Freigeschaltet. Cool. Sie sieht auf jeden Fall sehr happy aus. Süß. Schnüffeln und vorstellen. Warum kann sie das machen? Sie ist doch kein Werwolf. War. Also ich meine, mit einem Werwolf wollte ich auch mal was haben, so, aber irgendwie. Also sie ist ja kein Werwolf. Warum kann sie schnüffeln und zum Hi sagen? Hallo? I'm scared. So, und du wirst jetzt auch nochmal gewaschen hier. Warum stinken ja nicht mal alle? Oh. Die beiden Jungs hassen sich auf jeden Fall. Keine Ahnung, was da vorgefallen ist, aber sollen sie ruhig machen. Earl Mondstein ist gestorben, was? Tuesday Mondstein hat einen Job als Gestalterin von Landschaften in der Hausarbeiterin-Karriere angenommen. Cool. Es ist Sommer, cool. Stefane Mondstein hat seinen Job als Goldfischjäger aufgegeben. Chiara Mondstein arbeitet jetzt als Freelance-Fabrikantin. Earl Mondstein hat während einer Hitzewelle Winterkleidung getragen und einen Hitzeschlag erlitten. Oh wow. Ich hoffe, dass die neuen Wünsche besser werden als dieses, oh, ich möchte eine Bienenkiste kaufen, obwohl ich gar nichts damit zu tun habe. Weil das ist absolut nervig, ey. Wir nehmen mal freie Liebe für diese Woche. Freie Liebe klingt sehr passend zu uns. Süß. Ich besitze jetzt einen Hund, es wäre schön, wenn du vorbeikommst und ihm Hallo sagen würdest. An sich ja, aber eigentlich interessiert mich dein Hund gar nicht so in dieser Challenge. Sie ist etwa 4 Tage traurig, weil sie ihr Kind verloren hat. Also ich meine, ja, aber war das bei den anderen Kindern auch so? 4 Tage, Alter? Ich meine, das ist ja nicht ihr erstes Kind, was sie verliert. Auch wenn es traurig klingt. Ja, ich werde immer berühmter, weil ich mich mit meinen Kindern anfreunde. Man kennt das auf jeden Fall. Moment mal. Sally ist ja schon fertig. Was ist denn da los? Irgendwie habe ich das verpasst. So, die Kids gehen natürlich jetzt schon mal zur Schule. Das Wochenende ging wieder schnell vorbei. Alle haben gut ihre Fähigkeiten erlernt. Also von daher sollte das ja alles ganz gut laufen bei euch. So, und die kleine Maus hat jetzt Geburtstag. Ich wünsche ihr natürlich alles Gute, auch wenn sie ein bisschen traurig ist in ihrem Leben. Sie ist eine Katzenfreundin und motorisch. Ach, sie sieht ja cute aus. Bro, jetzt hat sie sich ein Stück genommen. Ist das ihr Ernst? Jackie hat doch auch bald Geburtstag. Naja, dann kann sie ja für Jackie schon mal eine neue Torte machen. Ja, da ist Jackie nämlich auch schon fertig. So, und dann holen wir natürlich die Jackie mal eben. Oh, Rechnung 10.000, Hilfe. Alles Gute zum Geburtstag, by the way. Und Jackie ist Perfektionistin und mental. Umstylen werde ich die Süßen aber erst im nächsten Part. Ach süß, dass die beiden hier spielen, weil normalerweise benutzen die das hier eigentlich fast nie. Aha. So, es gibt Schulprojekte, cool. Cassie kann ausziehen, Valentin ist Einserschüler. Perfekt. Alles Gute zum Geburtstag und so. Dies, das. Man kennt's. Und sie ist zu guter Letzt noch korrekt. Tschüssi. So, und jetzt ist noch Valentin dran. Let's go. Happy Birthday to you. Und er ist ein fröhliches Teenagerwesen und möchte ein herausragender Maler werden. Wie gesagt, die werde ich dann auch mit nächstes Mal umstylen. Ja, der Part war jetzt im Großen und Ganzen eher unspannend tatsächlich. Aber trotzdem konnten wir das Ganze ganz gut vorbei voranbringen, denke ich. Nächstes Mal kriegen wir auf jeden Fall auch neue Kinder. Dann sind wir auch nicht mehr ganz so leer im Haushalt hier. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!